Also wir sind beide in Basel aufgewachsen und wir profitieren von der Geschichte von dieser Stadt. Wir sind fasziniert von Schrott und Metall und Materialien, die man recyceln kann. Wir nehmen einfach die Materialien, weil sie in sich schon so Geschichten haben, die uns wahnsinnig beeinflussen und auch beflügeln. Es ist so schön, so zu arbeiten miteinander, weil wir machen gerne Skizzen im Vorfeld. Wir füllen einfach an, wenn wir wissen, was wir bauen wollen. Durch das, was das Material uns bietet, ergibt sich das, was entsteht. Ich glaube, was auch dazu beiträgt, dass man Basel als Kultur- oder Museumsstadt wahrnimmt, ist, dass es eine Grenzstadt ist, wo man vielleicht auch ein bisschen offener ist gegenüber Neuem, Fremdem und durch das ein reiches Angebot hat an kulturellen Anlässen und Ausstellungen.